Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und genau, liebe Freunde, würde ich einfach mal sagen, machen wir einfach mal wieder weiter. Wir waren beim letzten Mal hier und haben uns hier diese militärische Anlage angeguckt, diese militärische Trainingsanlage. Und genau, waren hier unterwegs, haben irgendeinen Alarm da drin ausgelöst, haben einen Lagerschlüssel gefunden, den wir tatsächlich hier unten verwenden können, Freunde. Oder auch nicht. Scheiße. Das hätte ich jetzt gedacht. Alles klar, aber. Genau, wir hatten beim letzten Mal die Armbrust gefunden, eine neue Waffe, die ziemlich gut ist, muss ich sagen. Und, ja, dann müssen wir uns hier nochmal weiter umschauen, wie wir hier weiterkommen. Wie gesagt, mit dem Lagerschlüssel da. So, ich musste gerade noch mein Headset richten, einen Moment. So, wie gesagt, mit dem Lagerschlüssel, da bin ich mir jetzt unschlüssig tatsächlich, wie wir da ja weiterkommen. Aber es gab ja im Bereich der Residenz gab es ja noch eine Tür. Ja, und die würde ich mir gerne jetzt mal anschauen. Na? Gut. Dann, Freunde, ja, Moment mal, das ist gerade ein bisschen doof hier. So. Ja, manchmal sind meine Kopfhörer so komisch. So, Freunde, dann geht's einfach mal weiter hier geradeaus. Genau, hier war ja auch noch was. Na, und, ja, die Moskitos da. Genau, dann gucken wir einfach mal, was wir hier unten noch haben. So, Freunde. Und ja, letzte Folge ist eigentlich nicht viel passiert. Wir haben keinen getroffen. Wir haben auch diesen Alfred nicht nochmal getroffen. Was ist denn das? Residenzkarte. Gucken wir uns mal an. Residenz B1. Ui. Ist der Gang okay? Alles klar, da haben wir noch ein bisschen was zu tun, glaube ich, in der Residenz. Das finde ich gut. So, da liegt Mutti auf jeden Fall. Hey. Pistolenpatronen. Jawohl, Freunde. Endlich mal ein bisschen Mutti hier. Was ist das für ein komisches Geräusch hier? Da liegen noch mehr. Alter Schwede. Habt das bald mal. 180 Pfeile. Wir haben 200 Pfeile, Freunde. Ach Mann, wartet mal. Wartet mal gerade. So, jetzt. So sollte es gehen. Ah, guckt mal. Hier ist ein achteckiges Loch. Das heißt, hier kommen wir tatsächlich weiter. Mit dem Schiffssteuerrad. Das haben wir natürlich nicht dabei, ne? Ist mal wieder typisch, das haben wir nicht dabei. Alles klar. Moment mal. Moment mal. Mir fällt gerade noch was ein. Dieser Lagerschlüssel, den wir hier gefunden haben, den werde ich jetzt aber doch nochmal da hinten einsetzen, weil es gab ja in dieser Trainingsanlage noch einen speziellen Raum, ne? Und da gab es einen Schrank, wo wir einen Schlüssel brauchten. Das werde ich jetzt noch probieren, tatsächlich. Und ja, liebe Freunde, freue ich mich, dass man wieder hier eingeschaltet hat beim Resident Evil Code Veronica. Ich nehme es nach wie vor an diesem Sonntagabend auf hier, wie immer eigentlich. Und ja, freut mich auch, dass dieses Projekt so viel Anklang findet. Ich meine, mir macht es auch unglaublich viel Spaß, muss ich sagen. Also. Das hätte ich gar nicht gedacht, ne, dass mir Code Veronica auch so viel Spaß machen wird wie die ersten drei Teile. Aber klar, ist halt ja noch in der klassischen Atmosphäre und so gehalten. Deswegen, ja, ist das eigentlich gut. Die Steuerung ist eine andere, aber der Rest ist eigentlich klassisch gehalten und das finde ich gut. Freunde, das finde ich sehr gut. So, hier vorne war das doch. So, hier, sie ist abgeschlossen. Der Lagerschlüssel. Seht ihr? Ha.
Dieser Schlüssel wird nicht mehr benötigt. Ablegen? Jo, mach mal. Was ist das? Pulver für Pfeile? Was ist das? Wartet mal, was ist denn das? Prüfe. Pulver für Pfeile. Schießpulver für Armbrustpfeile. Explosiv! Wow, was? Okay, das heißt, man kann das kombinieren, oder was? Oh, hohoho. Explosivpfeile. Was ist denn das? Nein, nicht kombinieren, prüfen. Explosivpfeile. Spezielle Pfeile, die beim Auftreffen explodieren. Hey, geil, Freunde. Das finde ich cool. Dankeschön. Das war also dann der Lagerschlüssel. Explosivpfeile, also. Unordentlich, ja. Höchst interessant. Die werden wir wahrscheinlich irgendwo brauchen. Bin ich mir fast sicher, dass wir die jetzt nicht verballern dürfen. Aber das hatte ich auch nicht vor. Ich möchte erst die normalen Pfeile verballern. So, der Alarm hier nervt immer noch. Gut, Freunde, dann gehen wir als nächstes. Da wir hier auch keinen Safe-Raum haben, gehen wir als nächstes wieder hoch in die Residenz. Und dann, der geht immer noch nicht, der Aufzug. Und dann holen wir mal das Schiffssteuerrad und dann mal gucken, was da bei dem Wasser passiert. Genau. Und ja, Freunde, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt hier. Und ja, ich muss morgen wieder arbeiten. Aber ja, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ich hoffe, euch geht's gut soweit, wie gesagt. Im Moment sind ja ein bisschen schwierigere Zeiten. Wenn man mal bedenkt, was gerade alles in der Welt los ist, ne? Corona, Ukraine und so. Inflation, alles Mögliche. Muss ich sagen, das drückt auch bei mir so ein bisschen auf die Stimmung, aber ich versuche das in diesen Let's Plays ja ein bisschen auszugleichen. Und hoffe, dass ihr das nicht so merkt, dass ich jetzt gerade ein bisschen gedämpfter Stimmung bin, sag ich mal. Und draußen fahren Krankenwagen rum, aber ich glaube, die hört ihr nicht. Und ja, so kämpft halt jeder von uns sein eigenes Leben, ne? Gut, wartet mal. Eine Heilung raus. So. Die Explosivmodi werde ich auch erstmal rauslegen, tatsächlich. Boah, eine riesen Kiste, ne? Fällt mir gerade mal auf. Oh mein Gott. Eine riesen Kiste. Ja, das deutet schon darauf hin, dass dieses Spiel hier ein bisschen länger dauern wird. Finde ich gut. Aber ja, Freunde. Wie gesagt, mir geht es im Moment nicht hundertprozentig gut. Aber, ja, ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Ich glaube, das kann keiner mal eben so wegstecken, was gerade alles passiert. Aber gut. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. So, dann gucken wir jetzt einfach mal runter zum Wasser. Wieder mit diesen lustigen diese lustigen Moskitos hier. So. Claire, geh runter hier. Zack. Gut. Ach ja, von Resi-Code Veronica ist schon cool, muss ich sagen. So, was haben wir denn hier? Setz das ein. Ah, ich habe gerade wieder mich verdrückt. Benutzen. So. Yo. Am Steuerrad drehen? Ja, mach mal. Bin ich mal gespannt. Yeah. Ui, was ist das denn? Ein U-Boot. Was zur... Was zur... Ein U-Boot? Wie cool ist das denn? Wir können in dein U-Boot reingehen, Freunde.
Wie geil. Das ist cool gerade, ja. Das ist gerade echt cool. So. Dann gucken wir doch einfach mal. Uiuiui. Ui, ui. Wir haben hier ein U-Boot. Krass. Was haben wir denn hier? Hier liegt eine... Was? Eine Seitentasche? RPD? Wartet mal, RPD? STO? Können Sie mehr Items tragen? Jawohl, klar. Sehr schön. Das heißt, wir haben im Inventar mehr Platz. Das ist natürlich mal mega gut. So, aber gibt es hier nur die Tasche? Hier ist ein Hebel. Ja, mach mal. Okay, jetzt kriegen wir hier einen Ladebildschirm. Okay, wir sinken. Was ist denn jetzt? Wir sinken tatsächlich. Flughafen? Ach, wie geil. Okay. Ja, der Steve, der hat ja davon gesprochen, ne, dass es hier einen Flughafen auf dieser Insel gibt, und das ist tatsächlich so. What? Das sieht geil aus, Freunde. Das sieht cool aus. So. Aber warum ist denn jetzt hier auf einmal der Treppe? Karte mal aufmachen. Ein Gang, okay. Wow. Wir sind jetzt tatsächlich an dem Flughafen. Aber ich möchte hier noch gar nicht weg, weil ich habe ja noch gar nicht den Dietrich benutzt und so. Krass. Krass. Bin ich jetzt echt mal gespannt, weil wie gesagt, das Spiel ist tatsächlich blind für mich. Noch mehr Krankenwagen. Meine Güte. Zombies auf jeden Fall. Okay, hier läuft ein Aquarium. Ah! Alter Schwede. Okay, kaputt schießen. Schieß ihn kaputt! So. Der lebt doch. Hier läuft ein Aquarium mitten im Wasser. Okay, das ist ironisch, Freunde. Das ist gerade echt ironisch. Ja, deswegen haben wir auch so viel Muni gekriegt, weil die Zombies einiges fressen. Oh, schaut mal! Wer wird's tatsächlich hier? 183 Schuss drin, ja, das ist natürlich mega gut. Okay, Zombie, du wirst sterben. Oh, die treffen nicht. So, jetzt aber. Geh sterben! Gut. Wobei, warum geh sterben? Die sind doch schon tot. Na gut. Das ist halt eine Sache, die habe ich mich auch schon in den ersten Teilen gefragt. Was machen wir mit diesen Zombies? Die sind ja schon tot. Aber gut. Guck mal, da schwimmen Fische im Aquarium. Okay. Ah, zack. Wunderbar. Sehr schön. Gut. Noch mehr Muni. Ja, sehr schön. Die können wir jetzt nämlich sparen. Tatsächlich. Weil wir ja die coole Armbrust haben. Ne? So, was haben wir hier alles? Das sieht schon sehr krass hier aus, finde ich. Mit einer Inselkarte und allem. Farbbänder. Ja, nehmen wir mit. So, Gepäck und Ähnliches. Da können wir wahrscheinlich raus, ne? Oder wo können wir denn... Ja, wir haben zwei Türen hier. Dann geh erstmal hier raus, Claire. Ein riesiges Tor. Gehen wir dann später beim Aquarium vorbei. Cutscene! Ein Flugzeug. Das ist tatsächlich unser Entkommen hier. Ach, wie geil, Freunde. Wie geil. Das ist natürlich... Ja. Müssen wir jetzt halt Steve Bescheid sagen, ne? Dass wir hier tatsächlich das Flugzeug gefunden haben. Alles klar. Kommen wir hier rein? Da kommen wir tatsächlich rein. Oha. Ah. Okay. Oh Gott. Sind wir jetzt hier wieder?
Ein Riesenbereich, Freunde. Mit noch einem Aufzug. Okay, ein Aufzug. Ich weiß nicht, was machen wir hier? Ah nein, das wollte ich jetzt gar nicht. Na gut, das war wahrscheinlich gar keine schlechte Idee. Gucken wir erstmal nach, was hier unten alles ist. Was machen wir hier eigentlich, ne? Also wir wollen ja hier von dieser Insel tatsächlich entkommen. Aber wir brauchen ja... Ah, okay. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Vollständig Ladung versperrt. Wir brauchen hier ja tatsächlich noch unsere Items, die wir da im Gefängnis haben, ne? Das heißt, da müssen wir eigentlich auch nochmal zurück. Bevor wir hier abhauen, werde ich da auch mal zurückgehen. So, da ist ein PC, aber da sagt sie nichts zu. Da ist eine Tür. Da macht man das Blinkende hier. Hebel bewegen. Ah, Rätsel? Was? Cool, was ist das denn? Das ist ja cool. Wir können Sachen aufnehmen. Ah. Okay, Freunde. Dann, ja. Ah, geil. Erinnert mich gerade an Dino Crisis. Jo, reicht doch. Genau. Reicht doch, hier können wir theoretisch weiter. Die ist auch auf. Gucken wir mal. Erinnert mich gerade an Dino Crisis, dieses Kranrätsel. Da gab es nämlich auch sowas. Aber gut. Ach genau, Freunde, zu den Fledermäusen habt ihr mir auch was gesagt. Eine Kontrolltafel für die Hebelbühne. Bei den Fledermäusen ist es einfach so, dass die können wir auch durch Feuerzeug fernhalten. Vielen Dank an den, wer hat's geschrieben? Der Saphirstern hat's geschrieben. Genau, vielen Dank an dich. Sei auch du an dieser Stelle gegrüßt. Der Steuerhebel fehlt. Alles klar, Freunde, dann können wir hier erstmal nicht weitermachen. Gut, gucken wir mal drinnen weiter, weil es ist, finde ich, ganz gut, dass wir da nicht weiterkommen. Weil wir haben ja hier noch was zu tun. So, Freunde. Aber ich hoffe tatsächlich, dass wir da nochmal zum Gefängnis zurückkommen. Und uns diese Buddy dann holen können da. So, was haben wir hier? Kontrolltafel für den Güterlift. Ein Warnhinweis ist zu erkennen. Funktionsstörung bei niedriger Stromzufuhr. Ja, mach mal. Oh Gott, Zombies, ich höre sie doch schon. Naja, klar. Was, wie viele? Um Himmels Willen. Wie viele? Oh Gott. Claire, ich muss mal hier... Geh mal ein Stück weg hier. So, weiter drauf schießen da, los. Oh, zack, zack, zack. So, und weiter drauf ballern. Los. So, hier der unten hier, der... Der kann bitte kaputt gehen, genau. Okay, und gehen wir raus. Hui. Das macht Spaß, muss ich sagen. So, und weiter draufballern. Ah, diese Zombies, ey. Ich sehe nichts mehr. Nur noch der eine da drin. Alles klar. Dann. Und schieße ihn kaputt, Claire. Wir haben's. Ja, toller Aufzug, ne? Der hat uns einfach mal 5 Zombies hier beschert. Aber gut, wir kriegen da ja unsere Muni wieder. Biohazard. Karte, also. Okay. Hier kriegen wir nochmal Muni. Sehr gut. Das haben wir effizient geregelt. Was ist das denn? Das ist nur ein Bug, okay. Wir haben eine Biohazard-Karte. Ist das diese Umbrella-Karte, die wir da überall brauchen? Biohazard. Ah, eine silberne Schlüsselkarte. Kann in der Trainingsanlage benutzt werden. Was heißt wir... Oh, und wir sind orange.
Ja, das heißt aber dann, dass ich mich da gleich mal heilen muss, ne? Gut, Freunde, aber... Dann wissen wir ja jetzt, wo wir hier weiter müssten. Hier können wir noch nicht hin. Kontrolltafel für den Rollladen. Über dem Schlüsselloch steht K402. Ja. Gut, also gesperrt. Ich bin ja fast froh. Weil ich habe ja die Hoffnung, dass wir tatsächlich dann nochmal zum Gefängnis zurückkommen wegen der Buddy, die da drinnen lag. Ja gut, Freunde. Das heißt aber auch, dass wir hier, wir können jetzt nochmal kurz... Das Flugzeug sieht schon geil. Wasserflugzeug, ne? Okay. Gut, dass wir da nochmal dem Aquarium tatsächlich vorbei können hier drin. Was ist das überhaupt für ein komischer Flughafen, wie sie das nennen? Ne, das ist irgendwie so unter Wasser und Hafen würde ich das eher nennen, statt Flughafen. Aber gut, hey, guck mal. Die Fische. Das ist auch ein bisschen Ironie. Das ist doch echt Ironie. Naja, gut. Wuschtür hier. Fledermäuse und ich habe keine... Oh, ich habe kein Feuerzeug dabei. Ja gut, dann mache ich die jetzt halt kaputt. Komm, dann mach die kaputt. Ja, ja. Oh Gott. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht kaputt gehe an denen. Heil dich mal. Ich muss bei denen echt aufpassen. Ach ja, die sind scheiße zu treffen. Okay. Dann lauf einfach. Dann lauf einfach. Ah, eklig. Ja, ich habe das Feuerzeug nicht dabei, Freunde. Ich habe doch kein Feuerzeug dabei. Ja. Ah, das ist... Die sind aber auch scheiße zu treffen. Ich drücke auch immer ins Inventar, ne? Die sind aber auch echt kacke zu treffen. So. Das gibt's nicht. Ich kann die nicht treffen. Nee, ja gut, dann... seid ihr eklig. So, lass mich hier in Ruhe. Vielleicht das Kontrollsystem des Flughafens. Na toll, wer sagt sie hier nicht, oder was? Was? Ein Bordlift. Er ist in der Mitte stehen geblieben. Okay, das heißt, hier ist Dead End. Hier ist Dead End. Das heißt, hier muss ich gar nicht hin. Oh. Ach, Mann, die sind aber auch eklig, diese Dinger. Verdammt. Da habe ich jetzt tatsächlich viel verballert. Ah, toll. Ja, gut. Aber woher soll ich es halt wissen? Na, das ist ja... Wie gesagt, das ist ein Blind-Projekt. Blind-Let's Play. Boah, sind die ekelhaft, diese Fledermäuse. Aber gut, das heißt, hier ist dann tatsächlich auch unser Zielpunkt erstmal. Ja. Dann gehen wir mal zurück in das U-Boot und fahren damit mal nach oben wieder. So, Freunde. Unterwasserflughafen erstmal abgehakt. Hier ist eine Leiter, ja. Kletter bitte runter. Und dann fahren wir mal wieder nach oben zur Residenz. Gut, Freunde. Das war ja da vorne. Genau hier. Hebel bewegen. So. Passt, Freunde. Das heißt, wir können da in der Trainingsanlage weitermachen beim nächsten Mal. Sehr gut. Jawohl. Und das war's. Wir sind wieder oben. Sehr schön. Das heißt, wir können da auch mit dieser Schlüsselkarte hantieren. Sehr gut. Freu ich mich drauf, Freunde, beim nächsten Mal. Genau. Hä? Aber wie kommen wir denn jetzt hier wieder zurück? Ah, wir können einfach drehen. Okay, verstehe. Verstehe ich. Genau. Ja, wunderbar. Das heißt, wir können hier zurücklaufen.
Und da würde ich einfach mal sagen, liebe Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like und ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, dann zieht es gerne weiter den Kanal. Und wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord-Server. Ich würde mich freuen, wenn ihr da reinkommen würdet. Und ja, wie es hier dann weitergeht, sehen wir dann tatsächlich beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, liebe Freunde, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.